Hallo und willkommen zurück bei Half-Metal Tibo. Ich bin Maro und wir haben eine Pirateninsel gefunden und natürlich werden wir die sofort unter den unseren wachsamen Augen durchsuchen. So, wir haben einen Dreizack. Na, der Stahlspeer ist sogar besser. Der Silber haben wir sogar. Ne, nicht wirklich besser, aber er tötet Dämonen. One-Hit. Quest 16, Treasure Island. Ja. Jeder, der mich sucht, Piratenkönig, Loot, muss sterben. Destroy, destroy. Hinrichten. Warum auch immer. Hey, warum? Was ist gut? Der Piratenschatz ist wohl vergraben. Der uralte Piratenkönig hat einen unmangelnden Mount von Schatzen, die er niemals verbracht hatte, zu verbringen, zu benutzen. Der ist gut versteckt. Ich denke, dass unser letzter Trip sein auf dem Meer, also dem Piratenplatz zusammen, wäre ein guter Spaß. Lass uns halt ihn versuchen, ja, wir sollten den bösen Gott besiegen. Er hat seinen Zauber schon angefangen zu zaubern. Du sollst irgendwo da oben. Aber ich weiß nicht, was für mich cool ist, ne? Du findest den Schatz richtig und vergiss nicht den bösen Gott. Und dann, für den Schatz. Jawohl, du bist drin. Erzähl mir von dem alten Schatz. Ich bin ein Abkömmling des Piratenkönigs. Bist du der eine, der für den neuen Schatz sucht? In drei Embleme des Piratenkönigs. Wenn du das eben tust, dann wird der Part sich öffnen. Hier ist ein Morgenscheck. Check den Tri am Kap zwischen morgens und abends. Na gut, werden wir das tun. Ein Emblem. Jetzt kommen wir mittags hin. Oh. Hier ist mein Mittagshint. Das Forustmonument zwischen Abend und Dunkelheit. Hier oben ist nichts, okay. So, wir müssen seinen Abendshinweis hören. Das Schiff am Abend oder in der Nacht? Okay. Forest Monument. Am Abend. Okay. Und jetzt ein Schiff suchen. Okay, jetzt nicht. Da hinten. Ah, schaffe ich jetzt nicht mehr. Wir sollten ja am Abend besuchen. Du hast alle Embleme gefunden. Hier ist das Finale hin. Der Beweis, dass der Piratenkönig, der Beweis von irgendwelchen kann auf der Insel gefunden werden. Geh nach Norden. Okay. Piratenkönig ist wieder gefunden. Damit du das kannst, könnt ihr dann nochmal ein bisschen leveln und Zeit drücken. Oh, apropos. Vorher gucken, ob wir die Zeit drücken. Ja, oh Gott. Das finden wir ausgegangen sein. Was war das denn? Egal. Voll fressen. Ich dachte, ich wollte im Piratenschatz stehen. Aber ich habe keine Wahl. Das ist gegen meine Philosophie, aber ich mache es mit Kraft. War verbesiegt. Und das war's. Captain Suit, yeah.
Was? Der Hut. Oh nein. Was habe ich getan? Ein Zauber Noah kam auf diese Insel eines Tages. Mein Geist wurde kontrolliert und ich wurde dazu gezwungen, den Zauber der Zerstörung zu bewirken. Als ich den Hut gesehen habe, habe ich mein Versprechen an den Piratenkönig erinnert. Er hat zwei Versprechen mit dem Piraten gemacht. Nummer 1, den Schatz zu verteidigen. Und Nummer 2 war, wenn jemand den Plan des Rätsel des Piratenkönigs gelöst hat, soll ich die Person zu dem Platz holen, wo der Piratenkönig Schatz versteckt ist. Da du den Hut schon hast, ist das wohl ein Beweis dafür, dass du es wert bist. Ich bring dich zum Schatz. Warte nur eine Sekunde. Maru, du wirst mir nicht erzählen, dass du den Schatz für dich behältst. Egal, echt, ja, was passiert jetzt vor? Du musst den Schatz nehmen und unsere Reise zu beenden, ist das? Ja. Okay. Ich denke, das kann ich tun. Nun, wenn das der Fall ist, lass uns doch entscheiden, wie wir den Loot verteilen. Ich denke 8 zu 2 sind in diesem jetzt Obby für Sekunden. Ich nehme die 8 übrigens. Maru nun überschwemmt mit Gold. Ich hatte aufgehört, bis dort zu besiegen und hat Ewigkeiten weiter gut gelebt. Geld ist halt immer die bessere Wahl. Ich muss erst mit einer riesigen Zeit nicht arbeiten. Gut gemacht, Maru. Okay. Das wiederholen wir nochmal. Wenn ich mal alle Waffen rausgeholt ist in der Map. Neuer Versuch, neues Glück. Diesmal sagen wir nein. Ach ja, zum Waldmonument am Morgen. Ah, okay. Das kann mich bescheißen. Ein Emblem. Ein Emblem. Ein Emblem. Captain's Hut. So. Ich bin mir genau durch, was die Tussi sagt. Warte eine Sekunde, Maru. Ich bin mir gar nicht sicher. Halt. Echt, was muss ich jetzt machen? Schatz, ist das? Nein. Hast du gut gemacht. Danke dir, Maru. Ah, okay, die verlieren. Leute, die noch unter der Raummauer, das ist der Grund. Kannst du ohne mich weitergehen? Ich muss shoppen, ich kann die Sachen tun. Einfach weiter, ich komme direkt daher. Tschüss. Hey, kannst du gehen, damit ich den Piratenschatz zu sehen? Hehehe.
Danke, dass du Adamas gestoppt hast. Das sieht aus, als wärst du nicht im Chat drin, aber nimm das hier. Tschüss. Eine Sägeaxt. Okay. Piratenkönig. Komeking? Das legendäre Land hat gesagt, Piratenschatz enthalten. Maru hat die Geschichte des senilen alten Manns geglaubt und tatsächlich den Schatz entdeckt. Aber ein besonderes Individuum. Also bis Lob jetzt seinen Sinn kam, aber die Zeitgöttin hat ihre gierige Aufgabe gemacht, wie sie ist, hat sie den Schatz gestohlen von Maru. Die böse Pussy, ey. 30, nächstes Mal habe ich hier wahrscheinlich die aufzuschnägen. Dann. Ach, da bist du ja wieder. Okay. Okay, wir haben mal eine Waffe mitgenommen. Jetzt kommen wir da oben an. Ich denke mal, wir kommen auch mit dem anderen Weg da an. Dem hier. Tja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man... Ich glaube, ich mache zur Sicherheit den Weg hier zuerst. Falls wir nämlich sonst da oben uns irgendwas kaputt machen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.